Hallo und ganz recht herzlich willkommen. Ich bin's, Janina von den strahlenden Momenten. Hallo. Zunächst einmal möchte ich dich ganz recht herzlich auf meinem Kanal, aber natürlich auch zu diesem Video hier begrüßen. Und heute geht es rund um das Thema Vatertag. Ich möchte gerne mit dir eine Karte basteln. Und was das für eine Karte ist, was die so für Specials hat, das alles zeige ich dir sofort nach dem Intro. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit, wir legen direkt los. Also, bis gleich. Also, eine solche Karte soll es heute geben und die sieht ein bisschen komplizierter aus, wie sie tatsächlich ist, aber sie braucht halt schon das ein oder andere an Material. Das heißt, ich überlege gerade, wie ich es am besten mache. Ich zeige dir zunächst einmal die Karte, die es werden soll. Das Ganze nennt sich doppelte Einstecktasche, aber viele von euch können sich wahrscheinlich gar nichts darunter vorstellen. Und damit du weißt, was es ist, zeige ich es dir jetzt sofort einmal. Kleinen Augenblick. So, ist mit einer Banderole versehen. Und wenn man das Ganze aufklappt, hat man hier so eine Klappkarte, die ziemlich weit auseinander geht. Ich habe hier zwei Tags drinstecken. Allerdings noch nicht beschriftet, noch nicht bestempelt, noch gar nichts dergleichen. Ist aber nicht weiter schlimm, denn wir machen ja jetzt noch mal eine gemeinsam. Genau, das nennt man eine doppelte Einstecktasche, einfach weil man hier zweimal Tags reinstecken kann und nicht nur einmal. Und ich finde, das ist eine tolle Kartenform. Vor allen Dingen ist es mal wirklich was ganz anderes. Okay, gut. Was brauchen wir dafür? Wie schon angedeutet, brauchen wir hierfür doch eine ganze Menge. Und ich habe zumindest schon mal ein, zwei Sachen zurechtgeschnitten. Und zwar, nee, Moment, habe ich noch gar nicht. Sorry. Ich habe schon mal was für innen zurechtgeschnitten, aber noch nicht den Großteil. Auch sehr geschickt von mir, aber ist kein Problem, das kriegen wir hin. Das dauert auch nicht ganz arg so lange. Ich möchte in den Farben Lodengrün und Papageiengrün arbeiten. Und das heißt, ich schneide mir zunächst einmal meine Hauptkarte zurecht und die hat die Maße von 14,5 mal 10,5 cm. So, also einmal noch teilen und dann habe ich schon Vorder- und Rückseite. Das ist aber natürlich noch nicht alles. Denn wir brauchen auch noch für dieses Element, was sich ausklappt, hierfür brauchen wir natürlich auch noch Farbkarton. Das heißt, ich nehme mir nochmal den Farbkarton in Lodengrün, setze mir das Ganze auf 10 cm Breite, schneide das noch einmal durch und einmal brauche ich das Ganze auf 19 cm Länge. So. Man sieht, das franselt hier wieder, ne? Obwohl ich ja gerade erst die Klinge gewechselt habe. Aber gut, will ich mich jetzt nicht dran aufhalten. Das Ganze wird gefalzt zunächst einmal bei 1 cm. Und dann kann man das Ganze durchschieben. Und falzt hier noch einmal bei 9 cm. So. Und dann brauche ich nochmal ein Stück Lodengrün. Nochmal auf 10 cm runtergekürzt. So. Und das hat jetzt allerdings die Länge von 18 cm. Und wird bei 9 cm gefalzt. Warum das alles? Also, bevor ich jetzt hier weiter schneide, möchte ich dir das kurz einmal erklären. Du hast hier, gerade
gucken, wie ich das am besten mache. So. Du hast hier dieses Mittelteil und dieses Mittelteil ist miteinander verbunden. Das heißt, du brauchst eine Klebelasche. Diese Klebelasche ist bei diesem 19 cm Teil mit dabei. Das heißt, das kann ich mir schon mal nachfalzen und auch die Mittellinie kann ich mir nachfalzen. Das heißt, du hast hier jetzt zweimal die gleiche Größe plus einmal eine Klebelasche von einem Zentimeter. Und hier hast du wiederum ausschließlich die 9 cm in, mal 2, also 18 cm Länge. So, jetzt komme ich hier selber ins Stocken. Mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen das Ganze unfallfrei hin. So, genau. Das sind die Teile. Aber natürlich müssen wir die jetzt nochmal anschrägen. Denn du siehst, hier ist das Ganze angeschrägt, wo nachher der Tag reingesteckt wird. Das bedeutet... Palim, palim. Ich nehme mir erst einmal ein Lineal und mache mir eine Markierung bei 4,5 cm. So, und das mache ich bei beiden. Wenn ihr es scheppern hört, das ist mein Mann, der in der Küche steht. So, ich hoffe, es wird nicht allzu arg, aber man weiß es ja immer nicht. Okay. Und jetzt nehme ich mir mein Teil und lege das ein, einmal mit der Markierung. Hier ist die Bleistiftmarkierung und hier oben ist die Spitze. Und so lege ich mir das hier in die Führungsschiene ein und schneide einmal, zack, ein Stückchen weg und schon habe ich das Ganze angeschrägt. Und dasselbe mache ich jetzt mit der anderen Seite auch nochmal. Und es bietet sich natürlich an, wenn du weißt, okay, du machst das Ganze in diese Richtung jetzt, dann brauchst du hier die Schräge. Das heißt, hier von dieser Seite werden die 4,5 cm, warte mal, jetzt habe ich selber, Moment. So, wenn wir das so zusammenkleben wollen an der Klebelasche, dann soll das ja hier... quasi das Außen sein, wenn man das als Außen bezeichnen möchte. Das heißt, wir müssen von hier ausgehen nach hier oben. So, das Stück muss weg. Und so legen wir uns das jetzt auch einfach ein. Das heißt, wieder mit dem Bleistift, mit der Bleistiftmarkierung und aber auch der Spitze hier oben einlegen und kürzen. Und dann sollte das im besten Falle dieselbe Länge haben. Gucken wir uns jetzt mal an. Kann man ganz nett und ganz leicht tatsächlich sogar feststellen, indem man das einfach mal zusammenklappt. Dann sieht man, wo ungefähr das Ganze aneinander hängt. So, ganz kleinen Moment. So, jetzt sehen wir es, das ist selbe Länge. Genauso wollen wir es haben. Jetzt müssen wir halt nur noch mal schauen. Also man kann sich das auch so übereinander legen. Ne? Als kleiner Tipp am Rande. Manchmal bin ich ja so prädestiniert dafür, etwas komplizierter zu gestalten, wie es eigentlich sein müsste. Ich bitte das zu entschuldigen. Das ist nicht mit Absicht. Aber ja, also so kann man es auch machen und gucken, ob da soweit alles in Ordnung ist. Wenn ich jetzt das Ganze so anbringen möchte, dass man diese Klebelasche nicht sieht, muss ich die natürlich nach hinten kleben und den Rest nach vorne. Das machen wir aber gleich. Vorher schneide ich mir noch aus dem Papageiengrün hier diesen Hintergrund. In dieser Karte ist das hier alles mit Designpapier. Wie rum du das machen möchtest, das obliegt tatsächlich auch dir. Aber ich werde es jetzt so machen, dass ich zweimal in 8,5 mal 9,5 cm gehe. So, nochmal 9,5. Jetzt machen wir erstmal diese äußeren Teile, weil die wieder angeschrägt werden müssen. Die inneren Teile sind ja dann... relativ simpel, möchte ich mal behaupten. So, und damit wir jetzt hier auch wieder eine schöne Schräge bekommen,
gehen wir hier zunächst einmal mit dem Lineal ran an die lange Seite und setzen uns eine Markierung bei 4 cm. Und das Ganze machen wir bei beiden Stücken und müssen gleich nur schauen, dass wir es dann richtig rum einkleben. Also auch hier nochmal bei 4 cm, also einen halben Zentimeter weniger wie vorab. So, und auch hier lösen wir das Ganze wieder ganz genauso. Das heißt, wir legen uns das Ganze in der Schneidemaschine an, und zwar einmal mit dem Bleistift, mit der Bleistiftmarkierung, und dann setzen wir das Ganze an die Spitze und dann wird angeschrägt. So. Und das Ganze gleich nochmal, weil es so schön war. Jetzt können wir es auch ein bisschen angenehmer gestalten. So, nee, es war falsch rum. Tada, das wäre es noch gewesen. Da muss man dann tatsächlich aufpassen, dass man die richtige Seite anschrägt. Ansonsten ist es an sich kein Hexenwerk. Aber ja, wenn man so ein bisschen verpeilt ist wie ich, dann kann man das schon mal ganz schnell verwechseln. Und du siehst, dann hast du hier schon deine Mattierung. So, jetzt habe ich auch das Wort dazu gefunden. Die Mattierung, die erste. So, und auch das kann man anbringen, aber ich würde jetzt an der Stelle tatsächlich zunächst einmal diese beiden Teile miteinander vereinen wollen. Dann haben wir hier nämlich nur noch ein Teil, was uns hier durch die Gegend fliegt. Macht es wahrscheinlich ein bisschen leichter, auch für dich zu folgen. Das heißt, ich gebe mir was Kleber auf die Klebelasche und setze mir jetzt das andere Teil dagegen. So, und jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man es nicht übereinander klebt, weil es soll sich ja schon noch falten lassen. Aber es soll halt schon auch rein. Also es soll jetzt hier auch keine riesen Lücke klaffen. So, jetzt sieht man es von vorne zum Beispiel gar nicht, dass da überhaupt irgendwas passiert ist. Und du siehst, jetzt muss ich es doch nochmal in die andere Richtung falzen. So, und dann würden wir das Ganze so mit den Hauptkarten verbinden können. Okay, diese Elemente hier bekommen tatsächlich keine weitere Deko. Das heißt, die bleiben einfach in Neongrün, wollte ich schon sagen, aber es ist ja Papageiengrün. Und das können wir auch schon mal aufbringen. Übrigens, ich habe dazu auch schon mal eine Skizze angefertigt. Ich hoffe, dass ich es noch, bevor das Video online geht, auch online stellen kann. Dann findest du da nämlich die Maße und auch noch mal eine Skizze, wie das Ganze zusammengesetzt wird. Wenngleich auch hier diese kleinen Teile fehlen. Ja, also da schreibst du dir am besten gleich mit, wo ich das Ganze anschräge, damit es aussieht wie hier. Das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen aus Platzgründen, aber es ist natürlich trotz allem möglich. So, okido. Jetzt haben wir hier diese Innenteile, die müssen natürlich auch noch beklebt werden, auch mit dem Papageiengrün. Und dafür müsste ich mir jetzt nochmal zurechtschneiden. Und zwar Farbpaton in Papageiengrün in der Mattung, beziehungsweise in den Maßen 8,5 x 9,5. So, 8,5 x 9,5. So, und nochmal, weil es so schön war, auch wieder bei 8,5. Okay. Das kommt als erste Mattierung hier rauf. Und das sieht jetzt ziemlich knallig aus, ne? Aber ich denke, so ein bisschen was an frischen Farben ist ja auch ganz nett. Gerade wenn man bedenkt,
dass ja jetzt hier momentan extrem sommerliche Temperaturen vorgeherrscht haben. Wer weiß, ne? Vielleicht fällt der Sommer ja ins Wasser. Dann muss man hier schon mal ein bisschen vorlegen. Ich hoffe im Übrigen, dass ihr alle gut durch die Unwetter gekommen seid und keine Schäden davontragen musstet. Weil das ist ja hier am Freitag tatsächlich ordentlich abgegangen. So, okay, das ist also unser Innenteil. Und hier für unsere Außenklappen sozusagen hatte ich mir hier ja schon zurechtgeschnitten, einmal auf 14,5 cm Länge und 10,5 cm Breite. Und dementsprechend habe ich mir den Aufleger hier natürlich verkleinert auf 10 x 14 cm und das Designpapier habe ich nochmal verkleinert und dann auf 13,5 x 9,5 cm. All das können wir jetzt auch schon mal zusammenkleben und dann gucken wir mal. Dann geht das nämlich gleich doch relativ zügig weiter. So. Na, jetzt bin ich hier doch ein bisschen verrutscht. So, Glück gehabt, ein kleines Eckchen konnte ich es doch noch verschieben. Ist ja auch nicht selbstverständlich bei dem Tombow, weil wenn es klebt, klebt es. Aber für einen kleinen Augenblick hat man doch noch einen kleinen Vorsprung, wo man noch mal was verbessern kann, wenn denn muss. So. Und auch hier versuche ich den Rand einigermaßen ebenmäßig zu kleben. Und ich habe mir, das hatte ich mir da zweimal zurechtgeschnitten, das weiß ich genau. Das Designpapier, das setze ich jetzt eben auch noch mal oben drauf. Und ich finde das so schade, weil auf der einen Seite ist hier das karierte und auf der anderen Seite das gepunktete, was ja beides sehr hübsch ist. Also aller Voraussicht nach muss ich mir dann doch auch schon bald wieder ein neues Paket von dem Designpapier hier zulegen, denn die Farben sind schon wirklich toll. Oder? Hast du dir die Designpapiere bzw. die In-Color-Farben allgemein schon mal angeschaut? Gefallen sie dir gut oder bist du eher so, ah, nee, nicht so deins? Ich bin auf jeden Fall gespannt und sage mal, ich klebe das jetzt hier noch mal oben rauf und dann können wir nämlich jetzt auch schon fast loslegen mit Zusammensetzen. Okay, dazu kann ich mir jetzt schon mal überlegen, wohin ich mein inneres Teil haben möchte. Also ich kann damit ja ein bisschen spielen. Je länger ich meinen Tag haben möchte, umso größer sollte der Abstand natürlich sein. Das heißt, was auf jeden Fall ist, egal wie groß dein Tag werden soll, du gibst am Ende zum Aufbringen lediglich hier an den äußeren Rändern Kleber auf und natürlich hier unten. So, und dann kannst du das Ganze mal zusammenklappen, dann hast du hier oben auch noch einen guten Pack an und kannst hier schon mal austarieren, wo das Ganze hin soll, dass es mit möglichst dem gleichen Rand aufgebracht wird und anbringen. So. Okay. Und für die gegenüberliegende Seite hast du jetzt das Glück, dass du ausschließlich hier auf den Rändern den Kleber anbringen musst und dann kannst du die andere Karte dementsprechend verkehrt rum aufbringen. Aber eben so passend, dass es wirklich gut miteinander abschließt. Dazu stelle ich mir das Ganze hin, na, stelle ich mir das Ganze hin und setze es mir direkt hier vor. So. Und jetzt weiß ich, das liegt genau übereinander und schließt dementsprechend auch gut ab. Okay, gut, die ersten Schritte zu dieser
doppelten Einsteckkarte sind auf jeden Fall schon mal getan. Und ich hatte, jetzt muss ich nur mal gerade schauen, wo ich es hingeschmissen habe. Wenn ich hier nämlich versuche, auf dem Schreibtisch ein bisschen Platz zu schaffen, dann ist das häufig ein Satz mit X. So, ich hatte mir hier aus dem Stempelset Mann um Mann schon mal aufgebracht die Stempel, die ich dafür nutzen möchte. Das wollte ich gerade sagen, auch noch richtig rumhalten, Janina, aber war's, ja? Und hier haben wir für diese Seitenteile, habe ich zwar auch hier ein grundweißes Stück Farbkarton. Das können wir bestempeln, wie hier oben. Wir können es aber auch freilassen und oder wir streichen das mit dem Grundweiß und setzen uns vielleicht stattdessen hier einfach noch Designpapier hin. Ich wäre ja tatsächlich für das Designpapier, allerdings sind das 8 x 9 cm. Das heißt, ich bekomme hier aus so einem Stück Designpapier immer nur ein Teil. Das ist ein bisschen müßig, aber deswegen sagte ich auch, dann werde ich mir bald schon wieder Neues besorgen müssen. So, und dann schneide ich mir eins ab bei 8 cm und dann nochmal bei 9 cm. So, und das kommt dann hier rauf. Und jetzt kannst du natürlich spielen, wenn du möchtest, kannst du es im selben Design lassen. Ich würde es jetzt hier einfach einmal herumdrehen. Und was es auch noch gibt, wo ich nicht weiß, ob du es kennst, das ist hier, je nachdem, für wen man das macht. Für Männer, finde ich, bietet es sich gar nicht an. Also hier würde ich es jetzt nicht tun wollen. Aber es gibt auch dieses Ombre-Glitzerpapier in den In-Color-Farben. Damit könnte man beispielsweise auch arbeiten. So, okay. Jetzt nehme ich mir aber nochmal ein Stück von diesem Designpapier hier und schneide mir das auch nochmal auf 8 cm mal 9 cm. So. Und bevor ich jetzt weiter schneiden kann, muss ich es mir tatsächlich wieder zunächst einmal anzeichnen. Das heißt, wir hatten gerade eben 4 cm und jetzt mache ich mir ein Bleistiftzeichen, eine Markierung bei 3,5 cm. Und auch das mache ich jeweils beidseitig. So, hier gehe ich jetzt einfach mal so direkt auf die 3,5 cm. Und dadurch, dass ich mir das jetzt so markiert habe, hoffe ich, dass ich jetzt gleich nicht erst wieder überlegen muss, wie rum ich das Ganze einlegen soll. So, das heißt, ich nehme von hier unten nach hier oben, da wird das Messer angesetzt und einmal abgeschnitten. So. Und das Ganze zur anderen Seite dann eben auch noch einmal. Okidoki. So. Gut. Und auch die können wir hier schon anbringen. Natürlich hätte man jetzt hier auch arbeiten können mit nochmal Grundweißem unten drunter. Dann wäre das Ganze noch kleiner geworden und dann hätte man es vermutlich auch aus einem Bogen schneiden können. Aber einfach kann ja jeder. Deswegen machen wir das gleich einmal so. Wobei ich jetzt nicht genau nachgedacht habe, stelle ich gerade fest, denn jetzt habe ich für vorne nichts mehr, oder? Ah, wird schwierig. Naja, ich lasse mir was einfallen, aber für innen ist auf jeden Fall gerettet. Und du siehst auch, dann wird der Abstand hier noch mal ein bisschen größer. Du kannst natürlich auch statt den 3,5 auf
3,7, 3,8. Das muss man immer mal probieren mit unterschiedlichen Zentimeterabständen. Aber ich finde, so ist das auch ganz schick. Und wenn man es nicht besser weiß, dann sieht es aus, als wäre es gewollt. Punkt. So, jetzt habe ich hier aber noch meine Stempel, die ich kolorieren sollte. Und ich nehme mir dazu mal ganz diverse Stiftchen. Muss man mal gucken. Also Papageiengrün darf natürlich nicht fehlen. Und zu Papageiengrün habe ich hier noch Minzmakrone, Seladon und Lodengrün. So, mal gucken. Wir brauchen aber auch noch ein bisschen was in Blau. Ich lege sie mir jetzt hier einfach nur hin. Was ich davon am Ende des Tages nutze, ist ja dann wieder eine ganz andere Sache. So, das habe ich und einmal rosa noch für das Madel. Und dann denke ich, haben wir es auch. Und das zeige ich euch jetzt dann wiederum im Schnelldurchlauf. Da musst du ja nicht zwingend dabei sein. Wie man koloriert, das weißt du ja. Also viel Spaß! Blends liegen, aber das ist egal. Ich habe jetzt meine beiden Bildchen hier koloriert und setze die auch schon mal ein. So. Mal gucken, nicht, wie es am Ende ausschauen wird. So, was ich halt das Schöne finde, jetzt sieht es gar nicht mehr so, so grell aus, sondern es wirkt jetzt schon deutlich gesetzter. Dadurch, dass auch noch andere Farben mit im Spiel sind. So. Okay. Gut, Innenteil ist fertig. Was mir jetzt noch so ein bisschen Sorgen macht, ist tatsächlich der äußere Teil. Aber, ich gucke mal, vielleicht brauchen wir hier gar nicht so wahnsinnig viel und können das Ganze sogar miteinander kombinieren. Das wäre jetzt so meine Idee, denn hier soll natürlich auch noch eine Banderole rum und diese Banderole habe ich hier auch schon fertig. Wenn ich sie wieder finde. So, hier ist sie.
Und die soll sich natürlich noch schön abheben können. Aber wenn ich jetzt hier einfach so Streifen miteinander kombiniere, sollte das tatsächlich reichen. So, und weil ich ja genügend Reste habe, gucke ich mal. Könnte es natürlich auch so zusammensetzen. Dann ist hier nur ein ganz schmaler Grat. Würde auch gehen, aber mit ein bisschen breiter hat es natürlich schon deutlich mehr Esprit, sag ich jetzt mal. So, das heißt, ich messe mir aus, wie groß ist dieses Stück. Das Stück ist sieben, ja, etwas über 7 cm. Und wenn ich mir das auf 3 cm schneide, dann sollte es eigentlich genau passen. Wir gucken mal. So, einmal auf 3 cm und dann halt auf 14 cm Länge. Und einmal auf 14 cm Länge und 7 cm Breite. Und du siehst, dafür ist es gut, wenn du deinen Verschnitt gar nicht so weit wegräumst, sondern den noch relativ bei dir in der Nähe behältst. Denn so kannst du jetzt hier spielend das Ganze zusammensetzen. So, dann brauchen wir auch nicht noch ein Blättchen unten drunter setzen. Wir wollen ja ein bisschen ressourcenschonend arbeiten. So. Das ist ja manchmal ganz cool, ne? Also wenn das jetzt alles so geklappt hätte, so wie ich mir das ursprünglich gedacht habe, dann hätte ich jetzt innen gar nichts mehr geklebt auf diese angeschrägten Teile und stattdessen dann außen nochmal voll mit Designpapier belegt. Aber dadurch, dass ich jetzt einfach intuitiv gehandelt habe, musste ich mir ja einen Plan B überlegen. Und die Idee kam mir tatsächlich gerade mega spontan. Aber ich bin da überhaupt nicht traurig drum, denn ich finde, das sieht cool aus. Oder? Jetzt könnte man hier. Ja, meine Reste liegen ja alle noch hier. Man könnte das Ganze jetzt hier natürlich noch durch. Ich glaube, das mache ich sogar noch. Nochmal durch ein Mini-Teil miteinander verbinden. Auf 1 cm. So und auf 14. Erst gucken, dann kleben. Schon klar, aber so als kleine Idee. So sieht das doch cool aus, oder? Also ich kann dich ja jetzt nicht sehen, nicht lesen, aber vielleicht hinterlässt es mal in den Kommentaren. Das ist jetzt so aus einer Not heraus entstanden, aber zum einen weiß es der Beschenkte in dem Falle nicht und zum anderen finde ich das gerade mega cool. So, manchmal braucht man solche Missgeschicke, um nochmal dran erinnert zu werden, dass es so viele Optionen gibt, die man meist überhaupt nicht nutzt, was sehr schade ist. So, jetzt haben wir eine keck aussehende Karte und jetzt ist es halt, ne, man kann überlegen, will man denn jetzt auch noch eine Banderole drumherum haben oder belässt man es hier bei diesen Deckchen? Also diese Deckchen, ne, das habe ich mir ausgestanzt aus dekorativ eingekreist. Das gibt es ja leider auch nicht mehr. Aber ich finde, das ist wirklich super schön. Und jetzt gucken wir mal, wenn man das hier so drumrum macht, sieht das sogar noch besser aus. Das heißt, ich nehme mir nochmal ein Stück in Lodengrün. Jetzt muss ich mal gerade gucken. 21 cm. Na, das ist zu kurz. Zu kurz, zu kurz. Und dafür noch mal ein großes Anschneiden. Eigentlich ungern, aber
Ich mache es jetzt in dem Falle mal. Also auch da kann man ohne weiteres mal seine Restekiste befragen, was da noch so drin los ist. Und dann auf 4 cm und einmal der Länge nach runterschneiden. So. Und jetzt soll das Ganze ja hinten herum ganz schick aussehen. Jetzt gucken wir mal, wenn wir das hier einfach nur drum herum legen. Und dadurch, dass ich es jetzt nicht fest an irgendwelchen Falzlinien falze, sondern direkt an der Karte orientiere, habe ich das auch in einer Größe, die sich schieben lässt. Also womit man das Ganze dann auch öffnen kann, was ja Sinn und Zweck einer Banderole ist. Ne? So, also da muss man halt aufpassen, dass man das nicht zu straff, sage ich jetzt mal, zieht. Es verleitet manchmal so ein bisschen dazu, aber da muss man sich selber ein bisschen Einhalt gebieten. So, und ich schneide mir hier vorne aber noch ein gutes Stück weg, weil so wahnsinnig viel Überstand brauchen wir gar nicht. Und dass da jetzt noch Kleber dran hängt, stört mich nicht. Denn hier kommt ja auch noch dieses Teil oben rauf und dann sieht man es ohnehin nicht mehr. So, und diesen Kreis hier kann ich jetzt einmal komplett ausfüllen. Das weiß ich, weil ich das hier schon mal gemacht habe und weil hier der Kreis einmal komplett drauf passt. Ne? Wenn man es nicht weiß, wie groß das ist, sollte man da ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. In meinem Fall, wie gesagt, ich wusste es schon durch das vorherige. Also ist ja dasselbe Projekt, aber vorherig halt in Form von, naja, die vorherige Karte halt. Himmel. So. Oi. Ein großes Oi. Und hier auch die Bitte an dich. Schmeiß deine Papierreste nicht einfach ungesehen weg. Ich werde dir damit auch noch was zeigen, was man super Schönes und wirklich Schnelles auch zaubern kann mit Restestücken. So. Also, Banderole haben wir. Wir haben das Innenleben. Jetzt kann ich die vorherige Karte ja mal ein bisschen kleiner machen. Und jetzt geht es noch an unsere Tags. Und für die Tags habe ich mir überlegt, kannst du Farbkarton schneiden auf 6,7 mal 11 cm. Und das heißt, ich gehe jetzt erstmal auf 11 cm und dann auf 6,7 cm Breite. Das ist jetzt natürlich keine Größe, die du noch in so eine dekorative Stanze reinbekommst. Ja, also dafür ist es dann schon zu groß. Aber ich denke, das macht sich sehr gut. Und nur mal kurz zum Zeigen, das passt hier auch drunter. Muss man ein bisschen nachhelfen, aber es passt. So, und weil ich das jetzt nicht nur dabei belassen möchte, sondern ich mache jetzt für mich auch nochmal eine separate Schicht in Grundweiß dazwischen. Oh, das war was Falsches. So. War nämlich mit Glitzer. Also schneide ich mir das auf 10,5 cm Länge. Und dann auf 6,2 cm Breite. Nochmal 6,2. So. Ups. Ich habe ja meine Designpapiere hier und das war noch von dieser Karte. Hier habe ich ja so LP-Hüllen. Und die rutschen. Die rutschen wie Bolle. Aber gut. So. So werden die dann aufgeklebt. Aber bevor ich das Ganze aufklebe, möchte ich hier die Ecken noch abrunden. Und das möchte ich nicht nur an der einen Seite, sondern das möchte ich gerne an allen Seiten machen. Das heißt, ich lege das nochmal gerade auf Seite.
So, und natürlich nicht nur die Aufleger, sondern auch den farbigen Farbkarton. Ist auch schön, ne? Den farbigen Farbkarton. Aber es stimmt ja. Es ist ja richtig. Hä? Warum standst du hier jetzt nicht? Muss ich nochmal gucken. Ah, jetzt ja. So. Dann hat man das Ganze ein bisschen hübscher drapiert. Ist kein Muss, aber für diejenigen, die möchten, auf jeden Fall eine Idee. So, und auch hier werde ich jetzt zunächst einmal noch nichts draufschreiben oder draufstempeln, denn, na, sag mal, was ist denn hier los? Warum willst du denn nicht? Denn auch wenn ich weiß, wer diese Karte bekommen wird, möchte ich ja auch noch was draufschreiben. Und ob du das Ganze am Ende nutzt, um da einen Gutschein draus zu machen oder um liebe Worte zu hinterlassen, das obliegt ja dir. So, für mich, für meinen Teil, kann ich das jetzt aber so schon mal aufeinander kleben. Und du kannst dir dann halt überlegen, ob du das Ganze im Zweifel auch beidseitig machen möchtest, damit du mehr Platz zum Schreiben hast zum Beispiel. Ne, und auch in dem Stempelset der Beste, was es ja leider auch nicht mehr gibt. Genauso wie das Stempelset Mann und Mann, genauso wie die dekorativen Kreise. Es tut mir total leid, dass ich jetzt wirklich mit so viel gearbeitet habe, was es nicht mehr gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Männersets, die im Augenblick im Katalog sind, also man kann mit Sicherheit tolle Sachen damit machen, ja, aber ich bin da ja auch ein bisschen eigennützig unterwegs. Ich denke mir immer, wenn ich hier schon was kaufe und mir ins Regal stelle, dann möchte ich es auch gerne für Zwecke nutzen, die jetzt hier mir zugutekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass das bei keinem der Sets gegeben ist. Deswegen haben die den Weg noch nicht zu mir gefunden. Das kann sich alles noch ändern, aber zum jetzigen Zeitpunkt arbeite ich dann mit den Gegebenheiten, die ich noch habe. So, ich habe mir jetzt hier wieder mit diesem Schlitzlocher einen Schlitz reingemacht, denn ich möchte jetzt nochmal hier was von dem Schleifenband nehmen. Das ist auch ein bisschen glitzerig. Mal gucken. Das sind dann schon wieder. Das ist noch komplett neuwertig, wie man gerade gesehen hat. So, und da mache ich mir jetzt hier einfach so Schlaufen, dass man dran ziehen kann. So. Und kürze mir das. Und jetzt muss man hierbei ein bisschen aufpassen, weil das ist auch so zum Ausreißen gedacht tatsächlich. Also Ausreißen gedacht, das klingt so doof. Aber das ist dazu gedacht, dass man es nochmal so aufribbeln kann. Und das kann man hiermit tatsächlich. Und wenn man das nicht möchte, wird es ein bisschen schwieriger. Aber wie vorhin schon mal erwähnt, einfach kann jeder. Und deswegen machen wir uns deswegen nicht bekloppt, oder? So. Und hier haben wir das zweite. Und auch nochmal reinschubern. So. Okay. Und im Prinzip, ups, im Prinzip müsste ich das jetzt noch mal ein bisschen weiter reinschieben, damit die
Oder man macht es so zusammen, damit nicht sofort ersichtlich ist, dass da noch was drin hängt, was für einen interessant werden könnte, sondern es soll ja zunächst einmal so schon einen ordentlichen Wow-Moment schaffen. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Das sieht jetzt hier aus, aber gut, das mache ich jetzt gleich. Genau, das ist meine Idee für den Vatertag. Eine doppelte Einsteckkarte. Und ich finde, die ist echt cool geworden. Und ich freue mich natürlich über deine Meinung, die du mir sehr gerne unterhalb des Videos hinterlassen kannst. Vielleicht auch einfach mal, wie gefallen dir die In-Color-Farben? Wie oder welche Variante gefällt dir hiervon besser? Und ja, vielleicht auch einfach mal so als Tipp für mich jetzt. Nein, natürlich nicht, aber so als kleinen Tipp. Was schenkst du denn zu Vatertag? Machst du sowas überhaupt? Ist genauso wie mit Muttertag, ne? Eigentlich sollte man ja meinen, jeden Tag im Jahr sollte man seine Eltern ehren. Aber ja, für den Fall das, wäre das auf jeden Fall ganz cool zu wissen. So, ich mache hier an der Stelle Schluss. Wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag. Pass auf dich auf, bleib gesund und kreativ. Und wenn du magst, sehen wir uns am Mittwoch schon wieder zu einer weiteren Folge Janinas Kniff mit Pfiff. Ich muss mal gucken. Irgendwann die Tage wollte ich auch noch mal ein Video abdrehen mit allgemeinen Infos. Wo ich das hinpacke, weiß ich noch nicht. Vielleicht schiebt sich dann auch mal ein Janinas Kniff mit Pfiff. Wir werden sehen. Aber am Mittwoch wirst du auf jeden Fall noch mal Futter von mir bekommen. Und ich freue mich, wenn du dann wieder mit dabei bist. Ich sag mal, bis dahin, pass auf dich auf. Tschüss!